bieten. Müsste alles gewesen sein. Okay, weiter. Was macht Kyria? Kyria hat ein Ausrufezeichen. Kyria und Christulu hauen sich. Christulu zieht verwundet von dann. Okay. Ja, sie hat ja auch Nahkampffähigkeiten. Ich glaube, sie geht auf Christulu los und Christulu mag das nicht. Du hast meinen Busch geplündert. Okay, ja, das ist schon mal nicht ganz so gut. Aber wir haben jetzt genug Essen, wie es scheint. Und die Leute beruhigen sich wieder. Und essen ihre Proteinpaste da. Und es regnet. Ja, die Psychologie von unseren Leuten... Oder die Psyche unserer Leute wird langsam Schaden nehmen. Gucken wir mal ganz kurz. Gedanken, so. Loyalität ist auf 43%. Glücklich ist auf 43%. Das geht eigentlich. Wie schaut es bei denen aus, die durchgedreht sind? Kyria zum Beispiel. Hat keine Angst. 0% Angst. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Loyalität 44. Glücklich 44. Hatte ein Chat, also ein Gespräch. Teilt ihr Schlafzimmer ist minus 8. Hat rohes Essen gegessen minus 12. Und Proteinpaste minus 8. Ja, okay, können wir momentan nichts dran ändern. Aber wenigstens den einen Faktor mit dem rohen Essen können wir negieren, indem wir einfach das ganze rohe Essen ins Lager bringen und zur Paste verarbeiten. Im Chat kam gerade der Kommentar auf, dass das Eichhörnchen, also das tote Eichhörnchen, verboten ist. Also die Vermutung, man kann es eventuell auch essen. Ha! Eichhörnchen tot. Team psychotisch. Psychotisch. Ich glaube, wir haben kein Grab. Ah, wird auf Müll geschmissen. Okay. Ich baue trotzdem mal ein Grab für später. Hier zum Beispiel. Ist auch eine schöne Aufgabe, ein Grab auszuheben. So. Das motiviert doch. Okay, wir haben Essen. Wir haben Metall. Wir haben keine Möglichkeit, Handel zu treiben. Das ist richtig. Wir haben auch noch keinen Essenssaal. Das ist mir momentan irgendwie wichtiger. Also hätte ich gerne jetzt hier noch einen Raum. Genug Metall haben wir ja. Genau, ihr schlaft. Da ist übrigens die besagte Pistole, die vor dem Chat erwähnt wurde. Aha, ein Event. Jedermann weiß, dass wir nicht sehr lange auf diesem Gesteinsbrocken bleiben wollen. Aber Christulu schlägt vor, dass wir der Kolonie trotzdem einen Namen geben sollten. Wie soll die Kolonie heißen? Jo, Chat, da seid ihr jetzt gefragt. Wie soll diese Kolonie mit den psychopathischen Killer-Eichhörnchen heißen? Ich gönne mir so lange was zu trinken. Rugonien, ja, das kennen wir schon. Zwergenstein, Regenbogen, Pony, Eden, Zwiebel, Brotistan. Squirrelwacht, auch nicht schlecht. Hell of Gerugon. Kloster auf Zwergisch, oh, das weiß ich noch. Nur fix weg hier. Joto? RIP. Rest in Peace. Nee, aber das mit dem Kloster auf Zwergisch, den Namen müsste ich eigentlich kennen. So heißen alle meine Dwarf Fortress Fortresses. Irgendwas mit A. LV426, der ist gut. Aus Trotzka wurde auch vorgeschlagen. LV426. Mal gucken, wer das weiß, was es ist. So, also die schlafen. Strom. Gucken wir mal, wie es mit dem Strom aussieht. Ob wir noch eine dritte Solarzelle brauchen. Und dann hätte ich eigentlich ganz gerne... Ah, sie fühlen sich langsam. Hätte ich eigentlich ganz gerne den Essenssaal hier oben. Buildings, nein. Struktur, hier. So, ich hätte gerne hier... Ist ganz schön groß, ne?
durchaus wieder was passiert. Raider, jump to location. Die gute Dame hier will uns plündern. Eine Assassin, 62 von 100, hat eine Pistole. Und wo bist du? Da unten. Also wirst du schnurstracks hier hinlaufen, von dem Turm erschossen werden, alles ist gut. Ja, ich denke, das wird kein Problem. Okay, können wir uns weiter auf die Basis konzentrieren? Wir sollten jetzt nur schon mal ein Gefängnis bauen. Hier. Hier in der Ecke ist so ein guter Platz. Es muss gar nicht so groß sein. Ich glaube, 3 reicht sogar schon. Na komm, ein bisschen kann da was rein. So, so. So, und da eine Tür. Dann kommt da ein Bett rein und eine Lampe und das war's. Furniture, Bett. Asa hat ein neues Event für dich. Event, die Raider heißen jetzt Twix. Sehr cool. So, also ich habe das Gefängnis jetzt gebaut. Das muss man gleich auch als Gefängnis deklarieren. Denn sobald die gute Dame hier, die mit der Pistole auf einen Turm zustürmen will, uns angreift, wird sie erschossen, wird eventuell überleben und dann kann sie halt von einem Gefängniswärter abgeholt werden und hierher gebracht. Irgendwas blinkt da ganz komisch. Okay. Wird sie hierher gebracht und wir dann halt eine Gefangene. Und Gefangene können halt später konvertieren, was ganz praktisch ist. So, Strom braucht das ganze Ding auch. Batterien sind immer noch nicht voll. Also brauchen wir definitiv mehr von denen. Was nicht ganz so schön ist, aber gut, können wir nicht ändern. Machen wir mal hier unten hin. Raider greifen an. Okay, mach das. Machen wir da nicht so wirklich Sorgen. Da kommt sie. Hallo, Jettison? Gestunt. Oh, Cristolo. Cristolo, hau sie kaputt. genau. Prügeln, K.O. Pistole mitnehmen. Overview. Wir brauchen ein Gefängniswärter. Meldest du dich freiwillig, Kyrie? Ja, warum nicht? So. Die Verrückte, die mit Pistolen umgehen kann und im Nahkampf ist jetzt Gefängniswärterin. Und hört sich nach einem lustigen Job an. Hat auch gleich die Pistole mitgehen lassen. Sehr gut. Das dann müssen wir jetzt noch als Gefängnis deklarieren. So, für Gefangene. Das heißt, irgendjemand müsste sie jetzt abholen. Kyria macht das mal. Capture Assassin. So. Jetzt wird die dahin gebracht und darf da nicht raus. Im Idealfall. Und wird halt nach und nach gepflegt. Also es muss auch jemand abgestellt sein, wie jetzt in diesem Fall Kyria, die Essen nimmt und dahin bringt, dass sie nicht verhungert. Und dann wird sie nach und nach hochheilen und dann hoffentlich sich uns anschließen. Genau da. Kyria, also entweder füttert gerade Kyria die schlafende Atkinson, was komisch wäre, oder sie stellt sich gehässigerweise hin und isst vor den Augen von Atkinson ihr Essen auf. Würde ich niemals tun. So, Strukturmauer. Also, wir wollten hier drin den Speisesaal haben und die Proteinpaste und was weiß ich. Also muss ein bisschen größer. Ich denke mal so. Da ist die Mitte. Wir hätten gern überall Boden und neues Event. Neues Event. Ein Reisender namens Farrell kommt vorbei. Er ist ein Grubenschläger. Okay, jetzt brauche ich Hilfe aus dem Chat. Wie kann man solche Leute anheuern? Ich wüsste nur, wie man sie umbringt. Und ich glaube, das ist nicht im Sinn des Ganzen. Struktur, Furniture da. Lampe. So, Licht, Licht, Licht. Zip. Dann hätte ich gerne einen Tisch, der nicht in die Symmetrie passt. Mist. Nein. Das Zweier-Dreier-Problem. Ich hasse es. Okay, da.
Stuhl. 1, 2, 3, 4 reicht eh erstmal. Reicht sogar ziemlich lange. Bisher der einzige Vorschlag ist volles Pfund aufs Maul. Ja, das habe ich mir auch eben gedacht. Und das Ding passt nirgendwo so wirklich rein. Okay, erstmal müssen die Dinger da weg. Building. Pause. So, also die Dinger da müssen weg, weil die stehen im Weg. Die Stromleitungen laufen ja auch durch die Mauern. Dafür sind Mauern auch da. Ja, und alle schlagen vor, dass wir sie vermöbeln. Okay. Gefängnis ausbauen. Stimmt. Wir brauchen eine zweite Gefängniszelle. Also, Minen. Da. Wir brauchen zwei Felder plus Mauer. Das passt. Okay, Struktur. Mauer, Mauer. Mauer, Mauer. Und das lassen wir so frei. So, also wir haben jetzt unseren Essenssaal. Wir haben noch kein Pastending. Warum kann ich das hier drin nicht bauen? Muss das wirklich draußen sein? Das könnte es natürlich erklären. Also wir müssen das Ding einfach abreißen und ein bisschen weiter hier hinbauen. Ein anderer Vorschlag ist, dass jemand von euch beiden, also du oder Christulo, ihn bequatscht, dass es besser ist, so einzusteigen, als in der Todeszelle mit Kyria einzusitzen. Das ist ein Argument. Ah, wo ist er gerade? Pause. Sieht ihn jemand? Da, Feral. Kirogon. No equipment. Wie kann ich dem jetzt Waffen geben? Das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nur noch nicht wie. Darf genommen werden. Du? Equip Pistol. Aha. Du? Equip Pistol. Sehr gut. Und ihr beiden geht jetzt mit zwei Pistolen auf den da los. Wegen dem Spender meint der Chat, dass du zu wenig Metall hast. Oh. Zum Bauen. Okay. Geronimo. Geronimo. Ich kann den nicht angreifen. Hey, Feral. Nicht rauslaufen. Wie greife ich dich jetzt an? Jetzt sind es Soldaten. Wenn ich nochmal draufklicken würde, wären sie wieder Zivilisten. Du? Ah, Attack. Attack-Befehl geht also nur einzeln. Jungs. Arrest. No available enclosed prisoner marked bed. Nein! Weil wir kein Bett haben. Okay. Das ist jetzt doof. Man muss das Bett vorher machen, bevor man jemanden niederschlägt. Das ist doof. Was ist, wenn ich den gar nicht gefangen nehmen will, sondern einfach nur töten? Das dürfte ich jetzt auch nicht. Nö, darf ich nicht. Das ist ärgerlich. Na gut, geht wieder nach Hause. Und lasst eure Waffen bitte im Waffenschrank. Und wir bauen derweil schon mal die zweite Gefängniszelle. Mit dem Metall ist noch eine Idee da. Kann es sein, du hattest es ja eben eventuell verboten gehabt, um das Essen einzusammeln, dass es immer noch verboten ist? Nö, habe ich schon wieder aufgehoben hier unten. Also jedenfalls die nah dran sind. Dann hast du einfach zu wenig. Ja. Christulus ist angeschlagen. Okay, genau. Jungs, sammelt das hier alles mal auf. Sehr gut. Ching. Und schon haben wir wieder genug. Nutrient Paste. Aha, es geht doch Indoor. Sehr gut. Und wir stellen dich mal... Kommt so jeder an alles ran? Ich mach mal lieber... Ich weiß nicht. So sieht es ein bisschen dominierend aus im Raum.
Na gut, sei es drum. So, da bitte hinbauen. Geschwindigkeit weiter. Essen 63. Das ist nicht sehr viel. Wir brauchen eventuell noch einen Garten. Area, das Growing Area. Da passt noch eine Growing Area hin. Sehr gut. Alles einsammeln. Und jetzt haben wir auch Nutrienpaste. Das mögen sie aber auch nicht wirklich, weil das ist einfach nur so ein komischer weißer Pumpbrei. Wir bräuchten also eine richtige Küche. Die müssen wir allerdings erstmal erforschen, soweit ich weiß. Wir haben hier mehrere Sachen, die wir erforschen können. Also Hydroponics, das heißt, wir können Indoor-Pflanzen anbauen, was schon mal ganz praktisch ist. Wir haben pneumatische Pickäxte, 20% mehr Effektivität beim Minern. Die Nutrienpaste braucht weniger Essen, um hergestellt zu werden. Die Waffentürme schießen schneller. Wir haben Blasting Charges, also Sprengfallen. Wir können einen Teppich machen. Und wir können Furchttechnologie erforschen. Heißt das jetzt Peitschen und Neuroinhibitor oder was? Na gut, also Furcht ist wichtig. Wenn Leute Angst haben, drehen sie nämlich nicht durch. Glaube ich. Oder desertieren jedenfalls nicht, weil sie halt Angst vor dem Herrscher der Kolonie haben. Wie auch immer das gerade ist. Oh ja, ich sehe hier noch nichts, was in der Richtung praktisch wäre. Also Küche zum Beispiel. Aber ich denke, das könnten Fortschritt sein von Hydroponics. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Raum. Und zwar für die Com-Konsole und für Forschungslabor. Und die also mein Haus sozusagen. Genau, Gyrias Hütte. Wir haben jetzt 3 Solarzellen, die Batterien sind trotzdem noch nicht voll. Mal gucken, wie lange die Batterien halten, also ob sie über Nacht halten. Eigentlich müssten sie noch viel, viel länger halten, denn was, wenn mal ein Sonnenfinsternis ist, dann müssen sie halt den ganzen Tag halten. Also ich glaube, ich erweitere das Ding hier auch noch mal ein bisschen. Struktur, Mauer. Also Batterie, Batterie, zu. Und das da verkaufen. Und Bodenplatten rein. So. Verdoppelte Lagerkapazität ist schon mal gut. Und momentan hält es auch über Nacht, das ist auch sehr gut. Genau, erstmal frühstücken, Kyria, ganz genau. Geroban geht arbeiten, du gehst frühstücken. Ich sag ja nichts. Ping. Sind das jetzt 2 Gebäude? Sehr komisch. Oh, du kommst da nicht raus. Da. Und da. Ich hätte das Gebäude ein Feld größer machen sollen. So, Christulus geheilt, das ist gut. Batterie da und da. Eisen ist wieder alle, okay. Orders. So. Es wird auch angepflanzt und ein neues Ereignis. Was haben wir da? Raider. Wieder eine Raiderin. Oh. Mit Molotow-Cocktails. Und sie hat volle Lebenspunkte. Das könnte jetzt wesentlich interessanter werden als eben gerade. Denn Molotow-Cocktails brennen halt. Und Feuer breitet sich aus. Und so. Also ich glaube, Pause. Ich baue mal ganz schnell einen zweiten Turm. Oder auch nicht, weil wir kein Eisen haben. Und es wird jetzt schon abends. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Genau, hol das Eisen. Nicht abbauen, nicht abbauen, einfach nur nach Hause bringen. Dein Gefängnis muss noch fertig gebaut werden, oder? Ja, stimmt. Dafür muss das da ausgemeinert werden. Und jetzt wollen alle schlafen. Also ich könnte sie wecken, aber dann drehen sie eventuell wieder durch. Das will ich nicht. So, Raider greifen an. Okay. Da kommt sie. Pause. Gerugon. Krieg. Stell dich dahin. Wo ist Kyria? Kyria ist wieder am Frühstücken. Dann isst man Ruder ein Frühstück. Krieg. Stell dich da hinter die Sandsäcke. Stell dich da hinter die Sandsäcke.
Das sieht gut aus. Nicht den Molotow werfen. Okay. Das ging schnell. Okay, du darfst wieder arbeiten, du darfst wieder arbeiten. Du bist tot. Molotow-Cocktails. Ich werde jetzt niemanden die Molotow-Cocktails in die Hand geben. Denn ich weiß, dass das nicht gut enden würde. So, wir hätten jetzt gerne das Gebäude. Nicht für sie, weil sie ist tot. Da. Sondern für etwaige andere Leute, die noch kommen werden. Und wir brauchen mehr Gräber. So, 4 Gräber für, für 4 Leute innerhalb unserer Mauern. Okay. Im Chat wurde gerade gesagt, dass man die Gefangenen erst freigeben muss für gute Behandlung und Anwerben. Beides in Anführungsstrichen. Benötigt Essen, Rast. Prisoner. Kriegt Essen? Versuchen anzuwerben? Nein. Ah, wir können sie umbringen, grob verprügeln, leicht verprügeln oder sprechen. Ich probiere es mal auf die nette Art. Also jedes Mal, wenn Kyrie jetzt reinkommt und Essen bringt, wird sie auch ein kleines Schwätzchen mit Atkinson, der Assassine, halten. Die 20% Loyalität hat. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Schwellenwert und ab dem Loyalitätswert könnte man sie dann auch anheuern. Ich meine, Chris hat gerade eine Loyalität von 38, also dürfte der nicht allzu hoch sein. So, mal gucken. Derweil wird hier der Rest gebaut. So, Kyrie hält, glaube ich, gerade ein Schwätzchen. Ja. Tratsch, tratsch, tratsch und sie kotzen sich gegenseitig an. Was war das Grüne gerade? Sehr komisch, aber gut. Also, wir haben Batterien, wir haben Essenssaal, wir haben Schlafsaal, wir haben Molotow-Cocktails, wir haben Pistolen, wir haben Gefangene, wir haben eine zweite Gefängniszelle, wir haben mehr Platz für Essen. Wir haben trotzdem nicht sehr viel Essen. Das ist ein komischer Widerspruch. Aber ich hoffe mal, das regelt sich mit der Zeit. Oh, Gewitter. Und ein Kolonist hat nichts zu tun. Das geht schon mal gar nicht. Dann bauen wir doch mal Kyrias verrückte Hütte. Wo kommt Kyrias verrückte Hütte hin? Hier. Hier so. Es wird gerade gefragt, warum du das Try to Recruit ausgeschaltet lässt. Weil ich sie noch nicht rekrutieren möchte. Weil jetzt ist sie noch nicht wirklich loyal. Wenn wir jetzt versuchen, sie zu rekrutieren, dann sagt sie einfach nur ja, weil sie raus will und dann dreht sie durch und bringt uns alle um. Das fände ich nicht so schön. Also ich weiß nicht, ob die Spielmechanik so ist. Aber es würde Sinn machen. Also warte ich jetzt eine Weile, lass Kyrie eine Weile mit ihr reden, gib ihr immer schön Essen, lass sie in dem Bett schlafen und hoffe, dass sie dann irgendwann loyal genug ist, dass man dann versucht, sie zu rekrutieren. So, Kyrias verrücktes Haus. Hier. Außerhalb rechts unten soll irgendwas gerade brennen, laut Chat. Feuer? Mein jedenfalls einige Leute gesehen zu haben. Ja, das war ein Blitzeinschlag. Der kann überall auf der Karte passieren. Da zum Beispiel auch. Wir sind wohl gerade in einem, genau, ein trockener Blitzsturm. Könnte auch die Solarzellen treffen, könnte alles hier treffen und dementsprechend Sachen explodieren lassen, den Feuergrad und was weiß ich. Das kann ganz schön übel werden. Warte mal, wir brauchen hier mehr Platz. So, Mauer. So, Pave-Teil. Und hier mal sowas wie eine Straße andeuten. So. Hat ja schon fast Stil. So, doppelte Geschwindigkeit. Weiter. Weiter. Also, wir haben wenig Metall. Wir haben keine Möglichkeit zum Handeln. Die bauen wir gleich hier drin im Kyrias Labor. Und zwar hätten wir gerne einmal einen Forschungstisch, der ziemlich groß ist. Wow, das war knapp. So, weg da, weg da, weg da. So, Forschungstisch. Und... Oh oh. Ein Reisender. Ein Navy Scientist. Jump to Location. Hallo, Nixon. Kyria, Gerogon, schnappt eure Waffen. Ups. Ach, die haben sie durchgehend dabei. Das ist ja praktisch. Du, geh mal dahin.
Ich leg doch meine Waffe nicht weg. So. Hier brennt alles. Okay. Du, Nixon. Erstmal in die Nähe gehen. Und dann müssen wir gleich die einzeln auswählen. So, Gerogon. Gerogon. Nixon verhaften. Kyria. Nixon verhaften. Oh, man kann nur einen zur Zeit verhaften lassen. Na gut, dann unterstützt du die Verhaftung. Was? Zur Hölle? Also ein Typ, der Wissenschaftler ist bei der Navy, bei irgend so einer Weltraum-Navy, läuft durch die Wüste, dann kommt ein breiter Gerugon und eine dünne Kyria, einfach so angetorkelt mit Pistolen in der Hand, heben ihn auf, nehmen ihn Huckepack und tragen ihn in ein Gefängnislager. Das ist sehr komisch. Er ist ein kleiner, schmächtiger Scientist, ein Wissenschaftler, der kann sich nicht wehren, wenn da so ein großer Miner ankommt und den Huckepack nimmt. Ja, das macht Sinn. Gut, wir haben jetzt zwei Gefangene. Der Nixon bekommt auch mal. Wie geht das? Needs. Nein, Prisoner. Mit dem darf auch geredet werden. Wie viele Loyalität hast du inzwischen? 36. Du wirst jetzt langsam mal angeheuert. So, Kyria braucht noch mehr Platz in ihrem Dingens da. Orders Howl. Da sollen keine Steine im Forschungslabor rumliegen. Das ist nicht schön. Und wir brauchen noch eine Com-Konsole. Die viel zu viel kostet. Okay. Es könnte auch platztechnisch ein Problem geben, aber müssen wir gleich mal gucken. So, dreifache Geschwindigkeit. Die Mauer kommen wir ran. Ja, okay. Ganz schön viele beschädigte Sachen hier. Nixon kriegt Essen, das ist gut. Stopp, Pause. Ich brauche Eisen. Hier lag irgendwo noch Eisen rum. Da hinten. Das bitte alles aufheben. So, weiter im Text. So. Hat der Chat noch Vorschläge, was man bauen könnte oder so in der Richtung? Bisher noch nicht Holzkäfige kamen und es wurde gerade gefragt, wie ich wohl in dem Lager von Gerugon gelandet bin, hier. Und Diskussion halt darüber, dass die Wärterin Kyria ja entweder mit der Axt auf die Gefangenen losgeht oder mit den Gefangenen flirtet. Oder mit komischen Spritzen irgendwelche Drogen verabreicht. Ja, die Idee kam noch nicht. So, wir brauchen mehr Eisen. Wir machen mal ein paar Grabungen hier. Also einmal, um mehr Platz zu haben für Gefängnisse, aber auch um hier das Metall abzubauen. Oh, Pause. Kyria hat Actixen rekrutiert. 10% Chance. Sehr gut. Hallo, Actixen. Was kannst du denn Schönes? Kannst Feuer löschen. Was? Was machst du bei unseren Solarzellen, Atkinson? Gehst du jetzt schlafen? Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie wirklich rekrutiert. Jetzt hat sie ein Bett bekommen. Overview? Wir können trotzdem nichts machen. Das ist sehr komisch. Hast genug Essen? Also Vorschläge zum Bauen sind Com-Konsole, mehrere Türme und es kam von Krebsig noch ein Kommentar, dass du zu viel verbrauchst und Gefangene töten sollst oder sie zur Zwangsarbeit schicken musst. Zwangsarbeit, okay. Aber guckt euch mal Actisson an. Die hat 15 im Schießen und 17 in Melee. Hier ist. Wow. Gerugon gibt gleich seine Waffe mal ab.